Hallo miteinander! Im heutigen Video zeige ich euch ein Augen-Make-up mit der wunderbaren Wind-Palette. Ich finde die Farbenpalette einfach wunderschön. Es hat zwei matte, schöne Brauttöne drin, also ein Hellbeige und ein Dunkelbrau. Plus dann noch einen bronzefarbigen Shimmer-Eyeshadow und noch einen, der so ein bisschen steinig-farbig ist. Und ich meine, schaut mal den Glanz an, oder? Also, eine Palette für jede Gelegenheit. Als erstes gehört bei mir immer ein Primer unter das Augen-Make-up, weil wenn man gerade Schlupflider hat, wie ich hier, dann hält einfach wirklich kein Lidschatten. Da ist mit der Bewegung und der Reibung und vielleicht dann noch ein bisschen Feuchtigkeit und Fett, das man auf dem Augenlid hat, verschwindet da einfach das ganze Augen-Make-up. Und ich finde einfach, wenn ich mir schon Mühe mache und mir die Augen schminke, dann soll es auch bitte schön bis am Schluss eben, bis ich mich wieder abschminke. Und darum nehme ich immer, das ist für mich wirklich ein Garant, den Transformer von Kylie's Professional. Da ist einfach eine Creme-Base, die auch auf natürlicher Basis ist. Und wenn ihr nachher mit dem Lidschatten drüber geht, ist es nachher auch alles wasserfest. Also da hebt euch garantiert. Den habe ich jetzt hier schon drauf. Und darum fangen wir gerade an mit dieser wunderbaren Palette. Als allererstes nehme ich hier den hellen Farbton, nehme einen buschigen Pinsel. Die sind recht gut pigmentiert, also da müsst ihr nicht gross reiben gehen. Man sieht auch, ich lege ihn rein und zack, Farbe ist auf dem Pinsel. Und mit dem grundiere ich das ganze Augenlid. Ich bin jemand, der gerne so ein bisschen mit Tupfbewegungen schafft. Man kann es natürlich auch so reiben, je nachdem, was euch besser geht. Ich finde, mit der Tupfbewegung platziert man einfach auch den Lidschatten sehr, sehr gut. Wenn ihr jetzt hier schon so ein bisschen Haut habt, die nachgibt, dann kann es einfach sein, mit dem Reiben, dass ihr dann halt nicht alles schön verwischt und einfach gewisse Farben in so Fältchen, die halt mit der Reibung dann mitkommen, nicht rein platziert sind. Darum, ich tupfe meistens. Wieder Farbe holen. Und auch diese Seite grundieren. Der Vorteil ist, wenn ihr einen hellen Farbton nehmt und nachher mit dunklen Farben geht arbeiten, dann wird es euch nicht fleckig, weil ihr habt hier schon eine gute Puderbasis, die euch garantiert dann nicht nachher, wenn ihr eben einen dunkleren Farbton nehmt und vielleicht noch irgendwo fettig werdet oder ein bisschen feucht werdet auf dem Augenlid, dass dann dort die Farbe ein bisschen intensiver hängen bleibt. Als nächstes nehme ich hier den bronzefarbigen Ton. Mal ganz schnell schauen, was ich für einen Pinsel da nehme. Ich nehme den da. Das ist auch ein bisschen leicht buschig, aber flacher wie der von vorher. Gang auch wieder ganz wenig nehmen. Ich lege ihn eigentlich fast rein und mache ganz wenige so Vibrationsbewegungen. Und den da platziere ich hier im beweglichen Augenlid. Hat zu viel Farbe verwischt, nehme ich hier wieder ein bisschen weg. Und ich gehe wie ein Scheibenwischer, fahre ich hier hin und her. Dann lässt sich da nämlich wunderbar verteilen. Und wie ihr seht, da ist schon recht viel Farbe drauf. Also ihr müsst wirklich nicht viel nehmen von diesen Farben. Da kommt wirklich mit dem ersten Tüpfer auf den Lidschatten, habt ihr eigentlich schon genug Farbe auf dem Pinsel. Da wieder. Das mal, ich lerne ja daraus, den ein bisschen wegnehmen. Fange wieder da hinten an und schauen, dass ich hier in den Lidfalten inne bleibe. Ich bewege wirklich ganz fein noch das Augenlid. Ich nehme noch mal etwas weg, wenn etwas platziert ist. Jetzt sieht man auch hier. Und jetzt würde ich eigentlich nur noch die Farbe ein bisschen verwischen gehen. Nicht verschrecken, wenn es am Anfang vielleicht nicht so schön aussieht. Wenn ihr also das Ganze reinschafft und auch gute Pinsel habt, dann könnt ihr das nachher wunderbar verteilen, das Ganze. Ich lasse da einfach ein bisschen auslaufen, dass gegen oben es so ein bisschen leichter wird. Also dass da unten eigentlich der dunkelste Ton ist oder die dunkelste Nuance und nach oben wird es immer heller. Jetzt, weil ich da ein bisschen unten hergekommen bin, nehme ich einfach nochmal ein bisschen vom Hellen und hell das Ganze da unten nochmal ein bisschen auf. Das ist der Vorteil, wenn man auch ein bisschen hochpigmentierte Lidschatten hat, man kann auch die wieder drüber schichten. Und hat dann nachher wieder ein gutes Resultat. Voilà! Da haben wir doch schon mal den ersten Schritt. Mal noch schnell ein bisschen näher schauen, ob ich das schön verteilt habe. Jawohl! Und dann nehme ich auch den Farbton gerade hier für unten dran. Da nehme ich so ein bisschen einen spitzigen Pinsel. Ich drülle einmal rundherum, dass ich so rundherum wirklich die Farbe drauf habe.
gehe wieder meine Hände rücken, nehme ein bisschen weg und dann tue ich ganz nahe am Wimperrand den Farbton platzieren. Ich lasse einfach nach vorne, lasse das Ganze ein bisschen auslaufen. Wieder ein bisschen holen. So. Jetzt sind wir schon fast fertig. Dann haben wir hier ja noch so einen schönen matten Brunton. Den möchte ich ein bisschen in die Decke platzieren bei mir. Dann nehme ich wieder so ein bisschen den Pinsel, den ich auch wieder rein gebraucht habe. Gehe wieder da rein. Und ihr seht wahrscheinlich hier auch schon, wie der Farbton schon drauf ist. Und jetzt mache ich hier im letzten Drittel vom Auge mein Dreieck machen. Tupfen, tupfen, tupfen. Seht ihr es? Jetzt ist natürlich noch nicht schön, wenn ich hier so eine Kante habe. Darum nehme ich hier die Farbe weg vom Pinsel und dann nur noch die Übergänge weich machen. Und einfach ineinander reinlaufen lassen. Voilà. Andere Ecke. Da gibt euch eine schöne Intensität. So, ich muss manchmal fast in den Spiegel reinlegen, weil ich nicht manchmal so gut sehe. Voilà. Und wenn ihr jetzt möchtet, die Farbe nach unten so ein bisschen intensiver machen, dann nehme ich hier so einen abgeschrägten, recht feinen, von der Kante her, Pinsel, gehe in den dunkelsten Ton, seht ihr, Pack, Farbe drauf. Und tue nur noch ganz nah am Wimperrand noch ein bisschen das Ganze intensiver machen. Jetzt haben wir natürlich den wunderbaren, schimmerigen Steinton noch nicht. Den tue ich gerne mit den Fingern auftragen, damit er einfach der Schimmer so richtig intensiv schön drauf ist. Also ich gehe da ganz wenig immer schauen, dass ihr nicht feuchte Finger habt, weil sonst geht auch irgendwann der Lidschatten kaputt. Sondern wirklich schön mal abdrücken und dann platziere ich das hier noch aufs bewegliche Augenlid. Ich weiß, ihr seht den wunderbaren Glanz. So, hier sehe ich noch schnell eine Kante. Die tun wir noch schnell ein bisschen verwischen. Voilà. Und wenn ihr hier unten nochmal möchtet, das Ganze ein bisschen aufhellen, einfach nochmal ein bisschen vom hellen Farbton holen und drüber fahren. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr jetzt auch mit dem Farbton hier noch einen schönen Eyeliner machen. Ich darf jetzt noch zu schwarz greifen, weil es ist ja eher so ein bisschen ein Oben-Make-up. Dann nehme ich das Smoking von Paris Berle. Das ist ein wasserfester Kajal und ich finde das super. Vor allem, er lässt sich hier schön regulieren und man muss nicht mehr spitzen gehen. Und er hat übrigens auch noch ein Schwämmchen. Hier, Schwämmchen. Moment, kommt nicht weg. Den Vorführeffekt etwa. So, voilà. Ein Schwämmchen, wenn man möchte, dass ein bisschen Smoky-Effekt machen. Und da wäre übrigens auch noch ein bisschen spitzer, wenn ihr das Ganze auch möchtet, ein bisschen anspitzen. So, mir geht am besten, wenn ich das Augenlid ein bisschen straff ziehe. Machen wir jetzt gerade. Und dort kann ich auch schön an den Wimpern bleiben. Voilà.
Mal schauen, vielleicht noch etwas. So, dann haben wir schon wieder ein bisschen intensivere Variante. Wenn ich gerade auch noch fressen habe, sind meine Brauen. Die gehören bei mir auch immer betont. Ich liebe neuerdings den Brow Styler oder Brow Perfector von Inika. Das ist, habe ich einfach für mich entdeckt. Ist einfach genial, einfach die Wimper extrem natürlich scheinen lassen, macht auch ein bisschen Volumen drin. Ja, super. Sehen Sie jetzt den gerade? Da könnt ihr gleich die schon in Form bürsteln. Gleichzeitig könnt ihr euch die Haare ein bisschen betonen. Und je mehr ihr einmal drüber geht, umso intensiver wird einfach das Ergebnis. Also da könnt ihr von fein auftragen bis ein bisschen intensiver. Gehen wir mal fürs Ende ein bisschen Farbe holen da. Voilà, macht doch einen extremen Unterschied, he? Da müssen wir noch mal ein bisschen. Voilà. Und unterletzt natürlich noch Mascara. Da ist der, wo Volumen gibt. Der Bold, auch von Inika. Der ist nicht wasserfest, ist ein natürlicher. Also wenn ihr einen wasserfesten möchtet haben, müsst ihr da zu einem anderen greifen. Aber für ein Abend-Make-up lange, wenn ihr ein Brut-Make-up natürlich möchtet machen, oder etwas, wo halt vielleicht noch, eben wie gesagt, wasserfest ist, dann müsste es noch etwas anderes, einen anderen Lidschatten nehmen. Ich nehme immer da den Wimperlöffel, damit ich meine Arbeit da oben auch wirklich nicht wieder verhaue. Sieht manchmal ein bisschen kriminell aus, aber funktioniert halt wirklich wunderbar. Kommt schön an die Wurzeln her, da unten. Also nicht die Wurzeln, aber gerade am Anfang vom Hörli. Und dann da intensiviert es mir einfach auch noch den Effekt, oder wie man sieht. Kling, kling. Wenn ihr das Gefühl habt, oh nein, braucht noch ein bisschen mehr Intensität, eine zweite Schicht drüber. Und ich da übrigens dann immer noch so ein bisschen das Ganze mit vibrierenden Bewegungen berühren. Dann bleibt die Farbe da wunderbar drauf. Ich bin auch ein Fan davon, nur die oberen Wimpern zu duschen, weil dann das auch schön ein bisschen das Auge öffnen. Zu guter Letzt gehört natürlich auch noch etwas auf die Lippen. Und ich liebe die Lip Cry. Oh, die sind. Es ist quasi Konturenstift und Lippenstift in einem, heben super und sind einfach genial auch für unterwegs. Und sie trocknet übrigens die Lippen nicht aus. Das finde ich auch noch gut. Das ist No Five Rose Petal. So, und ausfüllen. So, fertig sind wir für die Arbeit. Ist übrigens auch ein schönes Make-up für Fester, wo jetzt wieder vermehrt sind. Ich hoffe, es gefällt euch. Und viel Vergnügen beim Nachschminken. Tschüss zusammen!